Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Rehbach unterwegs und wenn ihr die Folge seht, dann sollte es Samstag sein und ihr seid in eurem verdienten Wochenende. Ich, so wie es aussieht, leider noch nicht. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun und zwar die letzten Ballen einsammeln. Apropos Ballen, wer die letzte Folge gesehen hat, wird sich natürlich gedacht haben, er spricht von 83 Ballen, das ist auf dem Ballen Zähler, aber natürlich hat er ja in den ersten Folgen ja auch ein paar Strohballen gemacht. Ja, das ist richtig. Natürlich sind jetzt keine 83 Silageballen hier sozusagen in der Pipeline, sondern ein paar weniger. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir zur Halle fahren, zu unserer neuen Halle, zur Ballensammelhalle oder zum Ballenlager, hätte ich jetzt gesagt. Wir müssen mal gerade schauen. Wenn ich richtig weiß, sind das hier Ballen mit 5500 und die zwei Ballen hier, die werden wir später separat holen. Nee, das seht ihr nämlich, da habe ich noch nicht umgestellt gehabt, als wir gepresst haben. Das sind noch die kleinen Ballen mit 125, wenn ich richtig weiß. Und wir haben dann 150er gemacht, damit wir natürlich ein bisschen mehr Material im Lager und etwas größere Ballen haben für die Hof-BGA, die wir in der letzten Folge ja platziert haben. Sodele, wir sammeln hier unsere letzten Ballen ein. Und wieder in Transportstellung. Und dann fahren wir mal rüber, denn der Anderson hier, der kostet uns Geld. Und deswegen will ich hier die Sache möglichst schnell abschließen. Auch auf dem anderen Feld habe ich alle Ballen geholt. Die zwei kleinen müssen wir dann von Hand holen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir die in die BGA machen oder ob wir die rüberbringen zum Hof. Denn parallel könnten wir ja jetzt auch schon mal unsere BGA zum Laufen bringen. Denn in unserem Fermenter-Silo haben wir ja auch schon ein bisschen Silage. Und wir haben ja genügend Ballen. Das heißt, wir können jetzt auch mal ein bisschen Silage schon mal in die BGA werfen, um Gärreste zu bekommen, denn wir müssen ja unsere Felder auch irgendwie düngen. Das machen wir jetzt gleich. Jetzt aber erstmal die letzten Ballen ins Ballenlager und ihr seht, wie er die da wunderschön einlagert. So, weg damit. Und dann schauen wir jetzt mal, wie viele Ballen wir wirklich jetzt drin haben. Hups. Nicht, dass wir hier aufgespießt werden. So. Hä? Augenblick mal. Doch, 85 Rundballen. 85. Das ist ja interessant, weil der Zähler hat uns 83 angezeigt. Spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall angeblich haben wir jetzt 85 Ballen hier drin. A5500. Also mit anderen Worten, da kommt ein bisschen was zusammen. So, den hier bringen wir erstmal weg. Ich habe in der Zwischenzeit hier noch ein kleines bisschen an der Deko umgearbeitet, noch ein kleines bisschen gemalt. Habe jetzt hier noch ein Stück Zaun hingemacht und eben... So, damit wir hier noch ein kleines bisschen auch rumfahren müssen. Und die Bäumchen oder die Baumstämme habe ich auch versetzt. Und der Sens, der würde jetzt natürlich sofort anfangen, Bäume zu pflanzen. Aber das schenke ich mir. Die kosten nur Geld. Und das machen wir ein anderes Mal, wenn wir Geld übrig haben. Jetzt bringen wir erstmal den Kollegen hier wieder weg. Ich weiß, den hätten wir auch direkt abstoßen können. Weil der ist ja nur gemietet. So, zurückgeben. Okay. Aber wenn wir ja sowieso hier in der Gegend sind, dann können wir das gerne machen. Sodele, wir holen uns... Achso, wer hat denn mehr Kapazität? Lasst mich mal kurz hier reinschauen. Ach, übrigens reinschauen. Nein, hier hat es nichts Besonderes im Gebrauchtmaschinenverkauf. Aber unsere Anhänger... stopp mal. Der hier hat 22,5 und wir haben einen Ladewagen. Der hat... Ja, das schenkt sich wenig. Wir holen den Anhänger. Wir holen den Anhänger und packen ein bisschen, ups, da fahren wir rein, und packen ein bisschen Silage rein in die BGA, damit das Ganze hier zum Laufen kommt. Mittlerweile haben auch die Kühe wieder mal 6.500 Liter Milch gegeben und da wir ja mit unserem Rehbach-Spezialanhänger nur, glaube ich, 5.500 verbringen oder wegbringen können, machen wir nochmal ein bisschen Geld auch mit der Milch. So, hier ist unser kleiner Klaas. Ups, nicht so viel Gas. Der Karat, den packen wir. Jetzt schauen wir mal, dass wir auch drunter kommen. So. Ja, würde der Anhänger nicht drinstehen, könnten wir auch durchfahren. Aber es geht auch so. Also, was haben wir denn? Heu. Silage, 112.000. Das heißt, genügend in der Pipeline. Wir müssen auch die Tierchen nochmal füttern.
Das kann auch nicht schaden. Aber wie gesagt, 112.000. Da haben wir genügend Material in der Pipeline. So, besser etwas zurückgesetzt, denn sonst kommen wir hier nicht um die Kurve. Ja, das wirkt alles so einfach, aber es ist doch enger hier, als man denkt. Habt ihr mir ja auch in die Kommentare reingeschrieben. So, Dele, apropos Kommentare. Wie gesagt, die Folge ist vorproduziert. Wenn ihr da was wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt, sehe ich es vermutlich erst am Montag oder Dienstag. Weiß ich noch nicht, aber wie gesagt, so schnell kann ich leider nicht drauf reagieren. Aber ich reagiere gerne auf den Kommentar von Michel, der mir ja geschrieben hat oder beziehungsweise meinte, woran es liegt, dass ich auf dem einen großen, großen Feld, wo ich ja auch Gras angesät habe und Weizen, ich da ja Probleme hatte. So, jetzt habe ich, na, es passt schon, wo ich ja Probleme hatte mit dem Helfer und der Drille. Und er meinte halt, dass es vermutlich an den Vorgewände liegt. Ich habe die wohl zu breit gemacht. Ich wollte ja so eine Grenze ziehen zu unserem anderen kleinen Stück hier. Ich zeige es euch mal. So. Dieses Feld, wo wir hier oben Weizen angesät haben, da habe ich ja hier ein kleines Stück freilassen wollen. Und der Rest haben wir ja als Wiese. Und höchstwahrscheinlich, als ich hier das Vorgewände gemacht habe, dann hat eben der Helfer mit der Drille gedacht, ja, das reicht nicht. Dann wollte er wieder zurücksetzen und dann woanders anfangen in der Bahn. Das könnte eventuell eben das Problem gewesen sein, dass er sich da immer so ein bisschen hier am Ende der Bahnen ja verhaspelt hat. Müssen wir mal schauen, wie wir das zukünftig regeln. Ich weiß, normalerweise würde man auch zuerst ja das Feld bearbeiten und das Vorgewände als letztes fahren, um dann eben nicht zu sehr zu verdichten. So habe ich es, glaube ich, gelernt. So hat man es mir erklärt. Aber ich bin ja hier im Spiel ja ein kleines bisschen anders gestrickt, gebe ich zu. Ich mache immer zuerst die Vorgewände und dann fahre ich weiter. Hatte aber auch, wie gesagt, hier in dem speziellen Fall den Grund, dass mir der Helfer auch nicht in mein Weizenfeld reinfährt. Das ist immer so ein bisschen das Thema, wenn man dann ein Feld unterteilt, ohne dass man es dann richtig unterteilt. Das heißt, dass man dann auch was reinmalt, dass man dann eben auch irgendwie dafür Sorge tragen muss, dass der Helfer sich hier nicht an meinem bereits angesäten Feld vergreift sozusagen. So, wir packen nochmal Silage rein, es ist genügend da und dann werden wir die Produktion zum Laufen bringen. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch an Geld machen. Denn auch wenn wir 102.000 auf dem Konto haben, das ist alles nur geliehen. Ja, wir müssen hier schauen, dass wir langsam, aber kontinuierlichen Geldeingang verzeichnen. Denn im Moment haben wir eher einen kontinuierlichen Geldausgang. Und es steht noch so vieles auf dem Wunschzettel. So vieles, vieles, vieles. Oh, wir müssen nicht, oder wir dürfen nicht vergessen, die zwei Ballen auf dem Feld, die müssen wir auch noch holen. So, jetzt fahre ich mal von der anderen Seite ran. Mal schauen, ob das besser klappt. So, Dele. Ja, von oben. Oh, hier sind aber auch Bäumchen überall. So, hier habe ich mir ein bisschen Luft gelassen, damit ich auch gut rumkomme. So, das ist so ein bisschen wie auf dem Neumini-Brunnen. Hervorragend, das klappt auch. Dann steigen wir mal aus und gehen hier zur Produktion. Silage. Wir wollen Silage produzieren. Ne, wir wollen Silage verarbeiten. So ist es richtig. Jo, also los geht's. Und wir werden die elektrische Ladung erstmal behalten. Und die Gärreste und Methan werden wir behalten. Und da geht's auch schon los. Die ersten Literchen kommen und gehen und werden verarbeitet. Hervorragend. Ja, ich mag diese BGA. 75.000 Liter Silage passt da rein. Wir können dann auch Güllemist, Zuckerrüben, Schnitzel, Zuckerrüben selbst, Kartoffeln und Stroh. Und das ist dann immer so der Punkt, wenn man so viel Stroh hat, dann kann man das hier reinpacken. Lass mich mal kurz schauen, wie viel Stroh haben wir denn? Dumm-di-dumm-di-dumm. Milch, Stroh 18.000. Ja, das ist nicht viel. Das können wir also nicht verarbeiten. Null Problemo. So. Das soll es erstmal gewesen sein für die Sache. Wir warten einfach ab, was hier unsere Ballen machen. Und da holen wir uns dann einen Frontlader. Aber den Frontlader, den holen wir uns jetzt auch erstmal, um die zwei Ballen noch vom Feld zu holen. Da fahren wir jetzt nicht hin mit dem Ballenwagen. Und dann werden wir uns noch ein bisschen um den Verkauf kümmern.
Sudele. Da geht's rein. Und mittlerweile haben wir ja auch ein bisschen Platz. Wir können da noch eine Gelegenheit, auch das Mähwerk endlich wegräumen. Denn wir haben ja in unserem Ballenlager Platz für Gerätschaften. Da können wir dann, glaube ich, generell alles, was mit Mähen zu tun hat, vielleicht reinpacken. Das heißt, den Wender und auch den Schwader. Schauen wir mal, vielleicht auch eben hier diesen Ballensammelwagen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Das sind zwei kleine Ballen. Wenn es zwei kleine Ballen sind, dann müsste doch, dann müssten doch die Radgewichte hinten reichen, oder? So, wo haben wir denn jetzt wieder? Wo haben wir jetzt wieder? Ja, wir suchen, wir suchen. Wow. Hier drin. Okay. Dann schauen wir noch mal. Vermutlich dann doch bei neben dem Kuhstall. Nee. Hä? Augenblick mal. Aber der Frontlader ist doch hoffentlich noch da, oder? Wo ist denn der Frontlader? Hä? Wo habe ich denn den jetzt? Ah, okay. Alles klar. Hab dich gefunden. Sehr schön. Ja, das ist halt, wenn nicht immer alles so seinen richtigen Platz hat. Da müssen wir noch dran arbeiten, ne? Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber ich hab dich gefunden. Versteckt sich da hinten und sagt nichts. Ja, der Fluch, der muss auch weg. Der liegt hier auch rum. Das Thema wird sich aber dann auch erübrigt haben, sobald wir, also wie gesagt, ich tendiere stark und ihr wisst es ja, mein Lieblingsgefährt auf dem Hof für die ganzen Arbeiten ist ein Manitou, ein Teleskoplader. Es muss einfach ein Teleskoplader auf den Hof. Alternativ natürlich ein Lintruck, ne? Augenblick mal. Nicht, dass ich wieder was Falsches sage. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Doch, ein Lintruck. Der hier mit 136 PS. Das ist auch ein wunderbares Gefährt. Schade, dass wir nicht mehr davon haben. Wieso fahre ich eigentlich jetzt hierher? Ich meine, JCB hat natürlich auch noch Allradlenkung. Haben wir sonst noch Fahrzeuge hier mit Allradlenkung? Ich meine jetzt natürlich Schlepper. So wie der Lintruck oder der JCB? Ich glaube nicht. Weil als Hoftraktor ist der Lintruck einfach für mich ungeschlagen. Wenn man eben nicht auf einen Teleskoplader geht. So, das müsste doch so passen. Er geht schon ein bisschen runter, ne? Er geht schon ein kleines bisschen runter. 3500, aber ich denke, 7000 wird er doch schaffen. Mal ein bisschen Licht. Hervorragend. Oh, 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 oh. So, da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Dann müssen wir doch ein kleines bisschen aufpassen. Ich überlege jetzt gerade, bringen wir das jetzt doch zum Ballenlager? Naja, wir bringen das einfach mal als Reserve zum Hof. Ich denke, das kann nicht schaden. So, vorsichtig um die Kurve, nicht, dass er uns hier umfällt. Denn haben ist immer besser als brauchen, das wisst ihr ja. Und zwei Ballen in Reserve zu haben, Silageballen, das kann, glaube ich, auch nicht schaden. 7000 Liter, da kriegen wir auf jeden Fall einen Wagen voll. Wir könnten die auch natürlich jetzt gleich reinwerfen. Denn wir wollten ja auf jeden Fall nochmal die Tierchen füttern. So, wunderbar. Ist weg, ist eingelagert. Ach so, sind ja sowieso noch, die sind ja noch gar nicht so weit. Die sind ja noch gar nicht so weit. Stimmt, ihr habt ja völlig recht. Das sind ja noch Grasballen.
So, wir lassen das Ganze wieder hier liegen. Und dann gehen wir mal ein bisschen Milch verkaufen. Haben wir eigentlich schon mal Milch verkauft? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, weil das Gerät steht so ordentlich da drin. Das habe ich doch da nicht so reingestellt, oder? Heidenei. Heiligs Blechle. So, warte. Genau, da hinten ist ja der Trigger. Sehr schön. Wo fahren wir hin? Wo kriegen wir einen vernünftigen Preis für unsere Milch? Für unsere hart erarbeitete Milch? Im Schweiße unseres Angesichts. So, 2100. Ich sehe 2100 bei Hessenmilch. Und ich denke, das ist bei uns um die Ecke, oder? Ich vermute, dass das hier bei uns... Nee, das ist noch nicht mal bei uns um die Ecke. Okay. Hessenmilch, ich komme! Ja, dann lernen wir uns jetzt auch mal kennen. Das Milchfach in der Rehbach Edition. Ich find's cool. Ich find's cool, Kalle. So, deswegen behalten wir auch den Drescher noch eine Zeit lang. Nicht nur aus dem Grund, weil wir nur ein ganz, ganz kleines Feld da hinten jetzt mit Weizen angesät haben, da wir ja noch ein bisschen Stroh brauchen. Ein bisschen Strohproduktion muss sein. Sondern weil ich ihn auch schick finde. So, Augenblick. Da, im Industriegebiet, ich glaube, da ist ein kleines Industriegebiet, Gewerbegebiet. Da fahren wir mal rein. So, da ist natürlich jetzt wieder jede Menge Verkehr. Befürchte ich fast. Nein, das geht. Jo, servus! Der Strohmann! So, wo fahren wir rein? Wo fahren wir rein? Sehr gut ausgeschildert. Das heißt, hier müssten wir abkippen können. Sehr schön. Und da sehen wir an der Stelle auch wieder einen weiteren Bauplatz, ne, den ihr dann auch benutzen könnt, um zum Beispiel noch Produktionen hier hin zu pflanzen, hier hin zu bauen. Was haben wir denn hier alles? Also wir haben hier die Molkerei, die Hessenmilch, dann haben wir da noch einen Verkaufspunkt, den Supermarkt. Schauen wir mal, wo ist er denn? Ah ja, kennen wir von Neumini Brunn hier, glaube ich, ne? Und was haben wir hier? Die Blechkopfwerkstatt. Die Blechkopfwerkstatt. Schauen wir mal einfach in die Karte rein. Da sehen wir es besser. So, wir sind jetzt hier. Hier gibt es auch noch einen Verkauf. Landmarkt. Okay. Hier haben wir die Hessenmilch. Den Supermarkt. Und hier die Tanke. Und was ist das? Werkstatt. Ja, die Werkstatt. Herr? Landtechnik hält. Ah, das heißt, hier ist noch eine zweite Werkstatt. Haben wir dann noch eine? Nee, okay, dann haben wir hier eine und da eine. Warte mal, warte. Ja klar, da ist ja auch das Symbol. Die Werkstatt, hervorragend. Ja, manchmal ist aber auch wie vernorgelt. So, hier ist die Tanke. Schauen wir aber mal, dass uns nicht wieder einer über den Haufen fährt. Und so haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Also Bauplätze, Verkaufsplätze, Gewerbegebiet, hervorragend. Und wir können wieder in alter Kalle-Manier auch mit dem Drehschemel hier ranfahren. So, da ist eine Feldeinfahrt, glaube ich. Beziehungsweise da kann man dann da drüben wohl auch rausfahren. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ach, guck mal an. Da steht eine Scheune, ein Schober. Ja, das ist ja cool hier. Ne, mitten in der Wiese. Gerald, ich grüße dich. Ich glaube, du hast dir das im Multiplayer gekauft. Nicht schlecht. Und hier haben wir sogar einen kleinen Zufahrt. So, es kommt nichts. Wir können rüberlaufen. Hervorragend. Und ich glaube, man fährt fast besser hier drüben raus. Und dann geht's wieder zurück zum Hof. Freunde,
Das soll es für die heutige Folge wieder mal gewesen sein. Wir haben die erste Silage, bringen wir jetzt zum, ja, zum Verstromen zu unserer Hof-BGA. Und haben jetzt hier an der Stelle auch noch ein bisschen Milch verkauft und ja, alle Ballen eingelagert. Hervorragend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch, wenn ihr das Ganze am Samstag seht, ein schönes, schönes Wochenende. Bleibt gesund und vergesst nicht, am Montagabend wieder Stream von der Oberschwaben. Da würde ich mich doch freuen, wenn ihr um 20.15 Uhr wieder dabei seid. Für 2 Stunden streamen wir dann wieder in unserem kleinen Big Farm Projekt. Ich sage recht schönen Dank und wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer.